Es war einmal. So beginnen Märchen, aber auch manchmal die Wirklichkeit. Dieser Film von einem mir unbekannten Mühlhäuser, zu dem ich Sie herzlich begrüße, zeigt so ein Wirklichkeitsmärchen sogar in doppelter Hinsicht, aber eins nach dem anderen. Einst verließ ein Mann seine Heimatstadt und suchte in der Fremde sein Glück. Lange Zeit war ihm die Rückkehr hierher nicht möglich. Dieser Mann, der hier gerade eine Autofahrt durch die Wanfriederstraße über Bastmarkt, Aue, Schwanteich bis in die Weinbergsiedlung unternimmt, kehrte also nach langer Zeit nach Mühlhausen zurück und filmte die Orte seiner Jugend im Frühjahr des Jahres 1989. Tiefgreifende Veränderungen standen dem Land bevor, aber davon ahnte der Mann noch nichts und wir zu dieser Zeit auch nicht. In seinen Bildern, die heute historisch gesehen absolute Raritäten darstellen, zeigt er das Mühlhausen am Ende der DDR-Zeit. Er zeigt die Gegend um die Langensalzauer, Thomas-Münzer- und August-Bebel-Straße, nachdem bereits die alten Häuser abgerissen wurden, die ehemalige Möwe und den Standort des alten Hotels Schwarzer Adler, in dem einst Johann Wolfgang von Goethe abgestiegen war, und den alten Kreuzungsbereich August-Bebel-Straße, Erfurter Tor und Lindenbühl, das damals Leninstraße hieß. Immer wieder faszinierend sind vor allem die alten DDR-Fahrzeuge und das nicht nur auf Fotografien, sondern in Bewegung.
Genauso interessant ist der Kameraschwenk über das Gelände zwischen Grün, Weinberg, Altenburg und Wanfriederstraße, auf dem damals noch ein holzverarbeitender Betrieb war. Seit etwa 1999/2000 stehen dort 4 Neubauten sowie ein Wohn- und Geschäftshaus, wohingegen die Grünstraße selbst sich kaum verändert hat. Wanfriederstraße als ruhige, sagen wir mal Nebenstraße, heute kaum noch vorstellbar. Dieses Gebäude, das hinter der Nikolaikirche stand, gibt es heute nicht mehr. Es war die alte Nikolaischule. Ein Teil des Geländes nutzt die heutige Kirmesgemeinde Hintere Rosenstraße als alljährlichen Kirmesplatz. Auch der Kreuzungsbereich Bastmarkt mit dem ehemaligen Hotel Deutsches Haus hat sich verändert. Das Deutsche Haus steht längst nicht mehr und eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt prägt das Bild seit 1999. Wenig befahren zeigt sich auch der Bastmarkt mit dem E-Werk, wohingegen der Blobach als zentraler Platz auch damals schon gut gefüllt war. Eigentlich kein Wunder, denn das Parken war kostenfrei, sowohl auf dem kleinen als auch auf dem großen Blobach. Für heutige Verhältnisse zeigt sich der Petri-Stein-Weg noch ohne Ampelanlage und Kreisel sehr wenig befahren. Auch sind noch etliche Bäume auf dem Blobach zu sehen, die später fast alle entfernt wurden. Inneres Rauentor und Rabenturm. Nur wenige mittelalterliche Stadtbefestigungen haben in Deutschland die Jahrhunderte so gut überstanden wie die Mühlhäuser Stadtmauer, wenn auch das Frauentor das letzte der ehemaligen Stadttore ist. Und natürlich das Thomas-Münzer-Denkmal, damals noch gut gepflegt und von Bäumen eingefasst. Immerhin trug die Stadt 1989 noch den Beinamen Thomas-Münzer-Stadt. Innerhalb der Stadtmauer führt unseren unbekannten Kameramann seinen Weg Richtung Innenstadt entlang der Herrenstraße, an deren linken Ecke noch das kleine Haus am Frauentor 1 stand, sowie gegenüber an der Ecke zur Spiegelsgasse die ehemalige und seit langem schon geschlossene Gaststätte zur Güldenen Ecke vor der Sanierung zu sehen ist.
Ein Blick in die Spiegelsgasse. Ein weiterer die Herrenstraße hinauf. Die Marienkirche und den noch nicht umgestalteten Bereich bei der Marienkirche im März 1989. Von der Radstraße geht der Blick den Steinweg hinab, entlang dem HU-Elektrogeschäft Tatarczyk mit dem Tabakwarenladen, der staatlichen Versicherung und dem Thuringia-Kino über die Pergolas auf dem ehemaligen Krautmarkt und dem alten Stadtcafé zum Postplatz, der zu dieser Zeit Karl-Marx-Platz hieß und dessen Büste an der Nordseite des Platzes stand. Auch ist noch die ehemalige Paketpost am oberen Steinweg zu sehen, an deren Stelle heute ein Drogeriemarkt, ein Bäcker und ein Optikergeschäft steht. Ein W50 in der Enge der Linsenstraße, heute unvorstellbar. Noch ein Schwenk über den Obersteinweg bis zum Stadtcafé. Dies war die einzige gastronomische Einrichtung der Stadt, die vom Anfang bis zu ihrer Schließung durchgehend von nur einem Besitzer betrieben wurde. Der Steinweg war, wie diese Bilder zeigen, auch damals schon sehr belebt. Mehrere Umgestaltungen musste er, auch zu DDR-Zeiten, über sich ergehen lassen, gefolgt von denen nach der Wende. Städte mit dem Zentral, dem Kinderkaufhaus und dem Schuhex. Der Untersteinweg mit Klöppel, der alten Eisdiele und Ende Pols, einem der wenigen Geschäfte, die bis heute existieren. Wie auch der Optiker Ulrich an der Ecke Brückenstraße-Waldstraße. Sie heißt heute Jüdenstraße und auch in diese werfen wir einen kurzen Blick. Wir sind in der Brückenstraße zwischen Sparkasse und Walter-Schunk-Schule. Sie heißt heute Röppling-Schule nach einem der gescheitesten und berühmtesten Söhne unserer Stadt. Am Entenbühl mit dem vom Mühlhäuser Bildhauer Walter Krause geschaffenen Gänsemarktbrunnen stand damals noch der VEB Kinderfahrzeuge Mühlhausen, allgemein als Zikiva bekannt. Hinter der neuen Sparkasse war der Geflügelschlachthof, von dem aus hier dieser W50 mit zwei Hängern sich seinen Weg zur Brückenstraße brannt. Wahnsinn bei den Verkehrsverhältnissen. Nach einem Blick in das Gerberviertel mit Kuddelgasse und auf dem Damme sowie nochmals auf die Gänsemarkt kehren wir auf den Steinweg zurück.
Hier am Untersteinweg wird gerade die neue Beleuchtung installiert, die kurze Zeit später bei einer weiteren Umgestaltung des Steinwegs wieder entfernt wurde. Altbekannte Geschäfte wie Spielwarenhartung oder die Gaststätte zum Nachbarn an der Ecke Breitenstraße sind zu sehen. Die Sanierung der Allerheiligenkirche oder auch der Fernsehladen, Fotokaufhold und Schuhhartung. In der Görmerstraße mit der Konsumkaufhalle fallen vor allem die alten Straßenbahnschienen auf. Wir schreiben immerhin das Jahr 1989 und die Straßenbahn stellte ihren Betrieb bereits 1969 ein, auf der Oberstadtlinie schon 1968. 21 Jahre wurde am Straßenbelag also nichts verbessert oder geändert. Das HO-Zurhaus, in dem früher die Eisenwarenhandlung Schwedt war, ist zu sehen, genauso wie das Kaufhaus Magnet, die DDR-Persiluhr und das Sanitätsgeschäft EW Goethe. Ein weiterer Kameraschwenk geht in die Kilianistraße mit dem früheren Lebensmittelgeschäft an der Ecke. Weiter zur Grünen Linde, dem alten Gemüseladen, der später die Pufferbar war, zu Großklaus und zur Bäckerei Stilzebach. Auf dem Kiliansgraben, der damals noch Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft hieß, ist der Verkehr schon damals nicht wenig gewesen. Auch kann man die verschiedenen Fahrzeugtypen der ehemaligen DDR gut beobachten und die Bebauung entlang der Straße sehen, wie die Klees und die Eckmann-Villa. Am Erfurter Tor schweift der Blick hinüber zur Hofausfahrt des VEB Obstgemüse Speisekartoffeln und den Häusern DSF 2 bis 5, hinter denen heute das Cityparkhaus steht. Die große Lücke, die der Abriss der gesamten Langsalzer Straße in das Stadtbild riss, lässt die Martinikirche wie auf einer Insel erscheinen. Von der Fleischerei Seber am Erfurter Tor blicken wir in die Erfurter Straße Richtung Untermarkt und noch einmal in die Kilianistraße. Auch die August-Bebel-Straße und deren alte Einmündung auf die Straße der DSF, dem heutigen Kiliansgraben, wird noch einmal im Film festgehalten. Der weitere Weg führte unseren Kameramann die Erfurter Straße entlang bis zum Untermarkt, der 1989 noch Wilhelm-Pieck-Platz hieß. Das Café Chicore, das Kreisgericht, die Untermarktskirche, und das Reisebüro der Gebrüder Kaiser sind zu sehen, genauso wie der ehemalige Fressex und das Hotel Stadt Mühlhausen in seiner ganzen Größe. Die Bäckerei Thiele im schönsten Fachwerkhaus des Bezirkes an der Ecke zur Brunnenkreisstraße war auch damals schon ein optisches Schmuckstück. Vom Gasthaus zur Wache und der Bräulerbar schwenkt die Kamera Richtung Felchterer Straße.
In Höhe der Linsenstraße geht der Blick auf den Bachplatz, die Divi-Blasi-Kirche sowie nochmals zurück auf den Wilhelm-Pieck-Platz. Und den Klamotten-Ex an der Ecke Linsenstraße, bevor wir uns am Kornmarkt wiederfinden und dort sehr schön eine Schlange am Gemüseladen beobachten können. Das spätere Brauhaus zum Löwen war zu dieser Zeit noch eine Apotheke und auf dem lange leeren Areal des ehemaligen Hotels König von Preußen entstand gerade ein Neubau. Von der Barfüßergasse geht der nächste Schwenk entlang der Kornmarkts- oder besser Barfüßerkirche, die zu dieser Zeit die zentrale Gedenkstätte Deutscher Bauernkrieg in Mühlhausen war. Damit sind wir wieder in der Rathstraße mit dem Rathaus und dem Rathaushof. Schlimm sieht es noch im Jakobiviertel, dem sogenannten Joxer, aus. Nach dem Abriss der Häuser entlang der Badergasse, wo auch einst die Pfeffermühle stand, wurden emsig Neubaublocks gebaut, aber auch der Bachlauf der Schwemmleute neu gestaltet. Baustellen auch in der Jakobistraße und der Scherzengasse. Traurig sieht noch das Haus St. Jakobi 22 aus, was aber in späteren Jahren renoviert und restauriert und zu einer echten Perle dieses Viertels wird. Nachdem wir die Kreuzung Bastmarkt überquert und die Nikolai-Kirchgasse passiert haben, sind wir in der Puschkinstraße mit dem Puschkin-Haus und dem Kreispionierhaus angelangt. Dieses Haus wurde als Kaiser-Wilhelm-Jugendhaus errichtet und dient heute als Mehrgenerationenhaus. Leider ist auf diesen Aufnahmen der Spielbergstraße die Weidenmühle nicht mit dabei. Dafür aber der alte Bachlauf des noch recht trüben Popperüder Baches. Und in der Dr. Wilhelm-Kühlt-Straße das Wehrkreiskommando. Die Straße hieß früher Bismarckstraße und die Villa gehörte der Familie Reise, die zu den reichsten Familien der Stadt zählte. Bilder der ruhigen Brunnenstraße. Zeiten, die sich die Bewohner sicher verkehrstechnisch zurückwünschen und Bilder, die so nur noch Erinnerungen sind. Die Spielbergstraße mit dem Mauergrundstück an der Ecke. Die Stadtbergstraße, deren Straßenbelag bis heute nicht erneuert wurde,
und der kleine Tante-Emma-Laden an der Ecke Bubergasse. Ja, und dann noch das Gefallenen-Ehrenmal am Stadtberg, der sogenannte Löwe. Dieses Ehrenmal wurde 1928 für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges errichtet und zu DDR-Zeiten lediglich als Kulisse für Rodelfans genutzt. Mit diesen Bildern vom Löwen und dem Blick über Mühlhausen im März 1989 möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bitte denken Sie daran. Unser Kameramann hatte seine Stadt lange Zeit nicht gesehen und ob er heute im Jahr 2017 noch lebt, weiß ich auch nicht. Aber seit diesen Aufnahmen ist wieder mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen. Deshalb zähle ich sie zur Rubrik historisch wertvoll, sehr selten und unbedingt sehenswert. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso.